Wunderschönen guten Tag zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Brand News Box, die ich da hier in den Händen halte. Heute erstaunlich leicht, vielleicht gar nicht so viele Getränke drin oder Flüssigkeiten, eher gesagt. Ich habe auch das Gefühl, dass es ein bisschen ein gewisses Ungleichgewicht gibt. Jedenfalls, wir gucken die jetzt mal an oder wir machen die auf, wollte ich eigentlich sagen. Wenn ihr selber mal bestellen wollt, schaut mal gerne bei Brand News vorbei. Der Link ist in der Videobeschreibung. So. Gespannt. Übrigens relativ live aufgenommen. Heute, jetzt gerade 10.38 Uhr am Samstag und planmäßig kommt es dann auch heute raus um 19 Uhr. Also ist es noch ganz frisch, das Video. Wir fangen direkt mal mit denen hier an, die überhaupt nicht neu sind, aber auf die ich jetzt plötzlich richtig Bock habe. Und zwar die Original Fitness von Nestlé. Also nicht, weil ich jetzt irgendwie voll der Fit-Typ bin, sondern weil ich Bock habe auf diese kernigen Flakes. Die mag ich tatsächlich ganz gerne. Es gibt auch welche mit Joghurt, die habe ich euch mal vorgestellt. Und hier sind jetzt also die klassische Version drin. Vielleicht haben sie einfach irgendwie... Die hießen doch auch irgendwie anders. Die hießen doch gar nicht Fitness. Die hießen irgendwie anders, glaube ich. Vor allem, wenn man es mir jetzt sagen würde, würde ich so denken, ach ja. Also deswegen sind sie vielleicht brand news, brand neu. Finde ich ganz gut. So, weiter geht's. Heute wieder Filmabend bei den Kollegen. Ich habe euch ja erzählt, und wir labern hier auch immer ein bisschen in Videos. Das hat neulich jemand kommentiert, habe ich mich drüber gefreut. Und das werden natürlich auch andere wissen, die schon länger diesen Kanal gucken. Mir ist immer wichtig, dass man so ein bisschen bei den Videos nebenbei labert, so ein bisschen was erzählt, mal was wissen werde. Dann ist es mal so ein bisschen vlogmäßig, dass ich selber was von mir erzähle, von Dingen, die passiert oder euch mit in den Urlaub nehme. Es fällt mir gerade wieder ein, heute ist halt wieder Filmabend mit den Kollegen von der Uni, mit denen ich damals studiert habe. Das sind hauptsächlich zwei, wir waren mal vier, aber der erste, der hat dann irgendwie nach dem Bachelor auch aufgehört und war nicht so oft dabei beim Filmabend. Insgesamt drei Stück und ich werde heute Phantomprotokoll nehmen mit Arnold Schwarzenegger. So ein trashigen, ich weiß nicht, 80er, ich glaube es sind 80er Jahre, eher Actionfilm, nicht mehr 90er. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Habe ich extra auf Blu-ray gekauft für so Filmabende und da gibt es noch so ein paar andere 80er Actionfilme, die ich gerne gucke, weil die auch einfach noch so echt gefilmt sind. Nicht irgendwie so alles nur hinter großen LCD-Screens, vor LCD-Screens wie Marvel-Filme, da ist ja nichts mehr echt. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, extrem viele Filme, gerade die ganzen Marvel-Filme, da stehen die Schauspieler einfach vor einer gigantisch großen Leinwand und werden davor gefilmt, wo dann irgendwelche computergenerierten Hintergründe sind. Da ist nichts mehr echt und das ist doof. Und diese alten Filme, die haben da noch so ein bisschen mehr Herz und da sieht man noch, dass was gemacht wurde. Ach, guck mal hier, da kriege ich gerade eine Nachricht. Der eine Kollege kann vielleicht doch ein bisschen eher, weil er früher zum Friseur geht. Na dann. Lays aus dem Ofen, mediterrane Kräuter. Ich habe tatsächlich auch zum Filmabend, die sind von PepsiCo, das wusste ich gar nicht. Ich habe zum Filmabend auch so ein paar Hers. Heißt, die Marke ist eine amerikanische Marke. Die Sachen hatte ich vom Beast Mode mal bestellt. Habe ich mir im Film so ein paar Chips-Tüten ja auch besorgt. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Ich glaube, hiervon hatte ich mal die Sorte Paprika gegessen. War ganz okay. Mediterrane Kräuter kann man auf jeden Fall mal machen. So. Oh, freche Freunde Knusperkugeln, Tomate, Paprika. Da habe ich jetzt direkt Bock drauf. Stimmt, so alles andere. Also wenn man dann so Lays dagegen hat oder Hers, so voll mit Aroma, ohne Ende Gewürze, voll viel Salz. Und hier, da ist echt gar kein Salz drin. Null. Das schmeckt man auch. Maismehl, Hirsemehl, Sonnenblumenöl. Man soll eigentlich Raps nehmen müssen, wenn es ganz gesund sein soll. Tomatenpulver, Paprikapulver, Karottenpulver. Ohne Aroma. Aber gut. Für Kinder, wenn man sagt, oh, mein Kind soll nicht mit den bösen Dingen der Lebensmittelindustrie aufwachsen, dann kann man denen freche Freude kommen. Ganz okay. Und ehrlich gesagt, immer ein bisschen Abwechslung, dass man mal so ein bisschen mal natürlichen Geschmack hat und nicht immer so sehr stark aromatisierte Sachen. Okay, weiter geht's. Ich habe das schon gerade gesehen. Habe ich euch schon vorgestellt, aber auf jeden Fall ziemlich cool in dieser Box. Die neuen Kinder-Duo-Kekse. Die, ja, mit zwei Hälften Schokolade auf einem Keks, leider nicht Butterkeks, hell und dunkel. Ich fand sie ganz okay. Ich weiß nicht, was es mit Kindern zu tun hat. Nichts außer dem Namen und dass es das Produkt verkaufen soll. Ich musste mich übrigens auch korrigieren. Die haben nicht 1,99 gekostet, sondern 2,49 im Aldi. Also schon nicht gerade günstig. Die weiße Seite war mir so ein bisschen zu lasch. Gibt es, wie gesagt, ein Video auf meinem YouTube-Kanal. Dann haben wir hier Ananasringe von Farmer Snacks. Ich bin persönlich ein Riesenfan von
Apfelringen. Ananas ist aber auch nicht schlecht und Mango ist auch sehr geil. Ja, warum nicht? Kann man machen. Ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen Angst, dass so dieses harte, holzige von der Ananas jetzt drin ist. Und wenn das getrocknet ist, dann, dass das dann noch viel schlimmer ist. Deswegen bin ich noch nicht so ganz sicher, ob ich das gut finde. Kann ja mal gerne jemand schreiben, ob er schon mal so getrocknete Ananas probiert hat und wie da so eure Erfahrungen sind. Sogar 2,5 Gramm Eiweiß. Nicht schlecht. Ananasringe. So. Werbung. Dann haben wir hier eine biosüße, vegan, eine weiße Mandel. Habe ich noch nie gehört von dieser Marke. Ich vermute mal, dass es so ein Werbeprodukt ist. Kann ich dann jetzt auch direkt mal von euch noch ein Stück probieren. Zu weißer Schokolade kommt bald noch ein Video. Und dunkler. Ohne Zuckerzusatz. Mit Erythrit. Mit 15% Mandelprotein. 19% Mandeln. Und Inulin. Und schon voll die Low Calorie. Boah, nee, das geht aber nicht. Mit dem Erythrit. Ist nicht gut. Und halt diese Erythrit-Kühle, diesen Geschmack. 445 Kalorien für Schokolade ist wenig. Aber ich finde, das Erythrit passt nicht so dazu. Wobei der Rest der Schokolade eigentlich ganz lecker ist. Aber das Erythrit versaut es so ein bisschen. Deswegen nicht so ganz was für mich. Und Golden Toast Hafer Sandwich, sehr cool. Ich esse in letzter Zeit gerne mal wieder ab und zu einen Toast. Und dann hier so gerne so Sandwichscheiben. Ja, kann man machen. Ja, mit Hafer. Wie viel Hafer ist drin? Wahrscheinlich so 3% oder sowas. 12% Haferbestandteil. Ah, doch ein bisschen mehr. Ja, warum nicht? Gerne. Freue ich mich drauf, es mal auszuprobieren, wollte ich eigentlich sagen. Dann haben wir noch Naturco, Naturcompany Bio-Soße zum Braten. Das ist mal wieder völlig random, was irgendwie keiner braucht, irgendwie außer Oma zu Hause oder so. Ja. Stärke, aber bei irgendwie sieht schon wieder geil aus. Kennt ihr einfach so Nudeln mit Bratensoße? Ist auch sehr geil, ja. Vielleicht mache ich das dann mal damit. Und so gute Bratensoßen sind schon lecker, kann man einfach wie eine Nudelsoße nehmen oder eben zum Braten. Aber wenn man eine Soße zum Braten macht, macht man sie natürlich am besten selber. Ist nicht ganz so einfach, aber hier sind auch gute Sachen drin. Ich sehe auch nichts von Aroma. Hefeextrakt, Shiitake. Shiitake ist ein bisschen für die Intensität. Hefeextrakt sowieso. Aber ansonsten sieht das ganz gut aus. Also vielleicht ist es ganz lecker. Ich werde es mal probieren. Aber ich finde, es ist so ein bisschen random hier drin. Da haben wir noch eine Dr. Pepper Zero Sugar American Football Edition. Kommt ein bisschen spät, aber ja, für den Super Bowl. Dr. Pepper ist auch nicht schlecht. Kann man ebenfalls machen. So, weiter geht's. Mit Collide. Next Level Performance Collagen Peptide, Minze, Limette. Proteine tragen zum Halt einer Muskelmasse bei. 2,2 Gramm Protein pro 100 Milliliter. Wasser-Kollagen-Hydrolysat. Also das, was eigentlich... es gibt ja Theorien, dass Kollagenpeptide helfen für Gelenke. Soweit ich das recherchiert habe mal, ich habe aber auch nicht so lange recherchiert, ist das aber noch nie bewiesen worden. Natürlich gibt es dann Firmen wie diese hier oder auch andere Firmen, die Kollagenprodukte verkaufen. Selbstverständlich sagen die, dass es für die Gelenke hilft. Es wäre ja so, wie wenn BMW sagen würde, nee, unser Auto fährt nicht. Also das ist ja absurd. Ja, Sucralose, Koffein und so weiter, dann Minze, ein paar Vitamine sind drin. Ach, weiß ich nicht. Wenn man sowas mag und meint, sich mit Getränken performen zu müssen, dann kann man das gerne tun. So, dann haben wir dann auch noch einen drin mit Grapefruit-Ingwer. Okay. So, eine Sache haben wir noch. Nee, zwei haben wir noch. Oh nö, Capri-Sonne? Ach, Sirup und Vitamine. Hier. Fructose-Sirup, Zucker, Wasser, roter Traubensaft und so weiter. Oh ja, das könnte aber eigentlich ganz interessant werden. Ja, wobei, eigentlich muss das Trinkpäckchen dazu. Hoffentlich sind wir uns da einig. Ja, aber okay, kann man machen, wenn es dann wie Capri-Sonne schmeckt, sicherlich auch nicht verkehrt. Und wie gesagt, eine Sache ist hier noch drin und es ist leider wieder etwas von Biosüße mit Erythrit gesüßt und zwar hier in der Sorte Zartbittermandel. Ja, werde ich jetzt nicht probieren und dann sind wir auch schon durch. Finde ich sehr cool. Finde ich auch cool. Capri-Sonne, ja okay und der Rest, ja die Lays vielleicht noch. Also ich sag mal so,
einer Punktzahl zwischen 0 und 10 oder zwischen 1 und 10 gebe ich der vielleicht, zwischen 0 und 10 gebe ich so 6 Punkte, glaube ich. Oder? Ich glaube, das ist in Ordnung. Und ja, dann sind wir durch. Ich hoffe, ihr habt auch einen schönen Samstagabend. Ihr dürft ja gerne mal, wenn ihr wollt, in die Kommentare schreiben, was ihr heute am Samstagabend macht. Oder wenn ihr es am Sonntag lest, was habt ihr am Samstagabend gemacht? Tauschen wir es ein bisschen aus. Ich werde, wie gesagt, stundenlang Filme gucken. Und euch wünsche ich dann ja, noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.